Hallo und herzlich willkommen zu Smoking Grams. Schön, dass ihr mit dabei seid und heute sind wir wieder bei Bushmills in Irland. Und zwar hatte ich euch letztes Mal den Bushmills The Steamship Collection Nummer 1 Sherry Cask vorgestellt und heute möchte ich euch dann als Sample die Nummer 3, machen wir es so, Nummer 2 Steamship Podcast, dann Bourbon Cask und hier nochmal Rum Cask vorstellen. Ich schenke einfach schon mal ein. Im letzten Video habe ich so ein bisschen was erzählt. Es handelt sich hierbei um eine, wie Sie schreiben auf der Rückseite, Limited Release zum 125-jährigen Jahrestag der SS Bushmills. Das war ein Steamship, ein Dampfschiff, welches den Bushmills Whisky in die ganze Welt brachte, vor allem in die neue Welt, Amerika und Japan. Das war 1890. Das Schiff ist 1911 auf Grund gelaufen. Im Januar wurde dann wieder flott gemacht, im August 1911. Was danach passiert ist, habe ich keinerlei Angaben dazu gefunden. Alle Single Malts, alle mit 40 Volumenprozent abgefüllt, alle gefärbt, alle kühl gefiltert. Und ich habe mir die Farben angeschaut. Der Port Cask fällt am dunkelsten aus, beziehungsweise mit dem Sherry gleich. Die anderen fallen etwas heller aus. Nachdem sie gefärbt sind, können wir hier allerdings keine Rückschlüsse daraus ziehen. Der erste, der Sherry Cask, hat mir nicht so wahnsinnig gut gefallen. Er war recht jung, aber ja, schön Sherry zugekleistert, aber ein bisschen jung eben. Preislich, der günstigste von diesen Whiskys ist sicherlich der Bourbon Cask, über den zahlt man so 35 bis 40 Euro. Dann der Sherry Cask, 55 Euro. Rum Cask fängt irgendwo bei 60 Euro an, wenn ich richtig gesehen habe. Und für den Port, da spreizen sich die Angaben, da findet man zwischen 80 und 100 Euro, das findet man dann alles. Genau, ich habe mir nur diese Flasche vor Jahren, gleich wie sie rauskam, gekauft und dann kam die Nummer 2, nicht mehr als Literflasche, sondern dann als 0,7 Liter Flasche mit einer anderen Umverpackung, andere Farbe, ähnlich vom Design, aber eben breiter und nicht so hoch. Ja, hat mir dann nicht so gut gefallen. Dann kam wieder eine Literflasche in der gleichen Pube, wieder andere Farben und dann kam wieder eine. Also die haben da verschiedene Designs mit verschiedenen Flaschengrößen gemacht und die Tuben waren anders. Eigentlich schade. Ich habe gedacht, das wäre jetzt so, ne, Batch 1, Batch 2 oder so ähnlich, beziehungsweise Edition 1, 2 und 3 und 4 schauen sich gleich, zumindest die Formen, dachte ich, bleiben gleich. Dann hätte man die sich schön ins Regal stellen können oder in die Bar oder sonst irgendwo hin. Aber nachdem die alle unterschiedlich ausschauen, habe ich dann irgendwann gesagt, nö, gefällt mir dann doch nicht so gut. Okay, mit welchem fangen wir an? Wir fangen mit dem Bourbon Cask an. Mal schauen, wie der so in der Nase ist. Mir kommt es hier so vor, als hätte man den Bushmills 21 in seine Einzelteile zerlegt. Der Bushmills 21, der hat doch auch Bourbon, Sherry, Port und ich glaube Madeira ist das dritte, ne? kein Rum. Aber ja, so kommt es mir auf jeden Fall vor. Der 16-Jährige, jetzt weiß, wo ich drüber nachdenke, der 16-Jährige hat Sherry und Port, genau. Und der 21-Jährige hat dann zum Sherry und Port, glaube ich, noch Madeira als Finish. Egal. Ich bin ein großer Fan von Bushmills 10, ein noch größerer Fan von Bushmills 16 und der größte Fan von Bushmills 21, wenn man so sagen kann. Wir halten jetzt mal die Nase in diesen Bourbon Cask hinein, ohne Altersangabe. Erinnert tatsächlich so ein bisschen an den 10-Jährigen. Das, was ich als Brennerei-Charakter deuten würde, kommt hier durch. Schöne, eine schöne Birne, eine leichte malzige Süße. Erinnert mich so ein bisschen, wie gesagt, vom Grundcharakter an den 10-jährigen Bushmills.
Zitrusfrucht. Ja, schon fast so was Limettenartiges. Aber recht viel mehr kommt da nicht. Dann machen wir weiter mit dem Rum-Cask. Auch hier keine Altersangabe. Hier auch 40 Volumenprozent. Interessant. Gar nicht so süß, wie ich jetzt erwartet hätte. Man merkt schon, dass da das Finish dahinter ist. Ob ich jetzt sofort auf Rum getippt hätte, weiß ich nicht. Selber nochmal nachschauen. Was ich in der Nase bekomme, ist eine grüne Banane. Habt ihr schon mal Bananen gegessen, die noch nicht reif waren? Daran erinnert es mich. Vielleicht noch ein bisschen Malz, vielleicht wieder so eine Art Zitrusfrucht, aber sonst nicht viel. Und last but not least, Podcast. Auch 40 Volumenprozent, auch keine Altersangabe. Ui. Interessant. Schon wieder so eine grüne Bananennote. Also nicht, dass ihr denkt, ich hatte heute Morgen eine grüne Banane zum Frühstück. Sicherlich nicht. Ja. Also entweder ich habe heute einen schlechten Tag oder... Also sie unterscheiden sich schon. Hier dominiert so eine Zitrusfrucht zu der grünen Banane. Zitrusfrucht habe ich in diesem Podcast-Finish gar nicht. Dafür wieder eine grüne Banane. Ganz leichte rote Früchte. Ich habe gerade eben das Video zu diesem Sherry-Cask gedreht. Da habe ich alles gesagt, aber sicherlich nicht grüne Banane. Mal schauen, was ich jetzt hier bekomme. Ah. Der riecht in der Nase noch am kräftigsten. Noch am intensivsten. Eine schöne Sherry Oloroso Nase. Aber die zwei Kandidaten. Jetzt kommt so eine. Manchmal braucht man einfach den direkten Vergleich. Jetzt kommt beim Board, bei dem Podcast so eine schöne Bärigkeit, die mich so ein bisschen an Waldbeeren erinnert. Aber alles in allem doch noch ein bisschen verschlossen. Wir fangen einfach mal mit dem Bourbon Cask an. Oh, interessant, wenn man jetzt zurückkommt. Kommt da eine Heuigkeit und eine zitrusgrasige Note hinzu, die ich vorher nicht hatte. Hier probieren wir einfach Slange. Wer den 10-jährigen Bushmills kennt, wird den Geschmack in diesem Bourbon Cask wiederfinden. Er wirkt ein bisschen jünger und ein bisschen aufgeladener. Vielleicht hat man hier sehr aktive Bourbonfässer noch gehabt. Ich weiß nicht, ob sie First Fill Bourbonfässer verwendet haben, dazu habe ich auf die Schnelle keine Angaben gefunden. Ja, ähnlich wie der 10-Jährige. Die Birne ist auch im Geschmack da. Eine helle Fruchtigkeit, die mich an vielleicht noch nicht ganz reife Früchte erinnert. Auch diese Birne ist noch nicht voll reif. Gras- und Heunoten, weil ich es gerade erwähnt habe, sind auch im Geschmack präsent.
Zitrus, dieser Bushmills-Brennerei-Charakter und so eine klassische Bourbon-Fassnote. Ob der jetzt 15 Euro oder 10 Euro mehr wert ist als der normale 10-Jährige, wenn es eine Literflasche ist, mach von mir aus. Wenn es eine 0,7er Flasche ist, dann muss man schon ein Hardcore-Bushmills-Fan sein. Um zu sagen, ja. Okay, zurück zum Rum-Finish. Diese grüne Banane ist. Nervt mich gerade, dass die. Ich komme nicht drüber weg. Na, vielleicht im Geschmack. Zum Wohl. Okay. Im Geschmack. Die Grundsubstanz vom 10-Jährigen, vielleicht. Aber im Nachgang diese Note, die man relativ häufig bei Bourbon, bei Rum fast gefinischten Whiskys hat. Ganz zum Schluss kommt jetzt auch hier ein bisschen ganz klein wenig so eine metallische Jugend zum Vorschein. Was ich sagen wollte, dieser Whisky hat mich erinnert an den Westcork mit 12 Jahren Alter. Den gab es ohne Altersangabe und mit 12 Jahren. Und ich glaube, ich habe nur den ohne Altersangabe probiert. Und der hatte auch, den gibt es auch, den gab es früher auch mit Rumfassfinish. Daran hat es mich erinnert. Dieser Abgang, sehr ähnlich. Und ganz gewisse Noten im Abgang raus habe ich so in Erinnerung von Balwini, The Caribbean Cask. Gar nicht schlecht. Ich sage euch eins, das wäre eine wahnsinnig spannende Serie geworden, wenn sie die alle mit einem Alter versehen hätten. Alle mit 10 oder alle mit 12 Jahren rausgebracht hätten zu dem Preis. Dann wäre das eine wirklich spannende Serie geworden. Ich bestelle mich immer bei Bushmills, sie könnten ein paar Volumenprozent mehr vertragen. Bin ich mir ja gar nicht so sicher. Natürlich wäre es mal spannend, die mit Fassstärke zu probieren und dann mit 48 Volumenprozent. Aber wenn man schon so eine Special Edition auf den Markt bringt, dann, die waren ja ganz früher mal im Travel Retail im Reisebedarf gestanden, hätte man 3 Volumenprozent mehr aufspringen lassen können. Okay, und dann noch unser Port. Ich hatte kurz überlegt, den 16-jährigen Bushmills zum Vergleichen zu holen, aber das wäre ganz schön unfair gewesen. Ich weiß, dass mir der 16-jährige hervorragend schmeckt und was ich jetzt probiert habe, bis jetzt, der hätte sie alle weggehauen. Ist ja auch irgendwo logisch. Der 10-jährige wäre als Vergleich interessant gewesen, habe ich aber gerade nicht zu Hause. Die Nase ist jetzt recht flach geworden. Die Fruchtigkeit suche ich. Erinnert mich so ein bisschen an so eine ganz leicht entfernt, nicht falsch verstehen, so eine Kaugummi. Habe ich als Kind ganz gerne gegessen. Ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Waren viereckig und da gab es so ganz verschiedene Fruchtrichtungen und eine davon ist es. Schön. Auf euch. Nett. Ah, jetzt im Abgang. So ein Ticken.
so einen ganz kurzen Moment mal, hatte ich die Erinnerung an den 16-Jährigen. Für einen Hauch, für einen Bruchteil einer Sekunde. Und das war nett. Aber ich bin ganz ehrlich zu euch, 90 Euro auszugeben für die Abfüllung, nee. Dann kaufe ich mir lieber einen 16-Jährigen. Wenn du Glück hast im Angebot, kaufst du dir einen 16-Jährigen und einen 10-Jährigen dafür. Schade. Nicht falsch verstehen, grundsolide Malz, ich bedauere es nicht, die mal probiert zu haben. Ich bin sehr froh, dass ich nur Samples habe und keine großen Flaschen gekauft habe. Diese Serie hat ja so wahnsinnig viel Potenzial, mit einem vernünftigen Alter abgefüllt, bei 40 Volumenprozent oder ein paar Umdrehungen mehr wäre auch ganz nett gewesen. Aber so, ja, als Hardcore-Bushmills-Fan kommt man eigentlich dran vorbei, ist klar. Und alle anderen, ich will es mal so sagen, ihr habt jetzt nichts Weltbewegendes verpasst, wenn ihr sie nicht probiert habt. Sie sind schön, sie sind nett, aber nicht zu dem Preis. Kommt so eine Säure mit hoch. So ein ganz kurzer Moment. Jetzt ist die Süße stärker geworden. Aber auch so eine leichte Säure, die mich so an eine saure, also eine etwas säuerliche Beere erinnert. Mild, cremig, süß. Baut sich die Fruchtigkeit im Mund auf. So ein bisschen malzig, eine Merzigkeit kommt raus. Der Brennereicharakter ist beim Port ganz gut überdeckt. Ich bekomme jetzt keine Birne oder sowas. Auch keine Zitrus. Und dann im Abgang kommt so ein Hauch Jugend. Alle vier Abfüllungen haben mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Ja, habe ich schon gesagt. Ich glaube, es ist auch alles gesagt dazu. Was interessant wäre, die vier mal miteinander ein bisschen zu mixen, ein bisschen zu spielen. Aber dann wird das Video hier Spielfilmlänge und das will ich auch nicht. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wenn dem so wäre, lasst mir einen gerne Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Kennt ihr diese Steam Ship Collection von Bushmills? Welcher war eure Liebste? Oder konntet ihr damit nichts anfangen? Oder sagt ihr generell, Bushmills ist nicht meins? Ich mag Bushmills. Das sei jetzt nochmal so zum Schluss gesagt. Mein letztes Wort. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.